Hashtag Vanlife sieht ja auf Instagram mega schön aus. Super shiny, super cozy, mega gut. Die Frage ist, was steckt dahinter? Ich habe Bock, was zu bauen, wofür ich A, nicht die Kohle habe und auch eigentlich nicht das Wissen. Ist das wirklich so? Irgendwann geht man sich auf den Sack. Wer macht das? Wie macht man das? Okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Fragen über Fragen, die werden heute geklärt. Hier in Hamburg, hier in Hamburg. Seht ihr den Van da hinten? Um den geht es nämlich heute. Der wird heute umgebaut und da packe ich ein bisschen an. Hi. Hallo, Ariane. Anders, moin. Toll. Das ist es also. Das genau. Baby. Hat es einen Namen? Pumba. Hat es, Pumba. Pumba ist der Name. Wir haben Ewigkeiten gesucht und dann haben wir neulich König der Löwen geguckt. Ah, sehr gut. Anders und seine Freundin Sophie sind letztes Jahr 10 Monate mit dem Van durch Europa getourt. Auf Instagram dokumentieren sie ihre Reisen und derzeit auch den Umbau ihres neuen Babys. Das war im Prinzip ein kahles Auto? Genau, der war... Und alles andere habt ihr gemacht? Ja. Ach krass. Also einmal komplett entkernt, der hatte keine Fenster, diese ganzen Dachluken, die da drin sind, waren nicht drin. Und was machen wir heute? Parkett verlegen, Fliesen, Sanitäranlagen. Ein Fenster ein, das letzte. Das letzte Fenster, was. Genau. Wir machen da jetzt ein Loch rein dann. Mhm. Wann würdet ihr Anders erzählen, dass ich sehr gut im Heimwerken bin, aber ich sag mal, eher so das Pi mal Daumen-Prinzip verfolge? Jetzt, später, nach dem Fenster einbauen, vor der Klage? Also, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass wir eine neue Tür kaufen müssen. Oh. Aber. Wie viel kostet so eine Tür? Keine Ahnung. Anders ist übrigens kein Kfz-Mechaniker, sondern arbeitet in einer Digitalagentur. Sein Werkel-Know-how hat er aus YouTube-Tutorials. Na, ob diese Tür den Tag heute überlebt? Ja, keine Ahnung. Das ist auch das erste Mal, dass ich ein Fenster an eine Tür baue. Ist auch wieder ein bisschen tricky. Mir wurde ja gesagt, morgen gibt es einen Ausflug. Wenn wir das jetzt nicht gut hinkriegen, fällt er dann aus. Kommt drauf an, wie viel Gaffer du mit hast, zum Loch zu kleben. Kurzum, ja. Gut, okay. Als erstes flext Anders die Verstärkung aus der Tür. Und dann wird's knifflig. Jetzt entscheiden wir nämlich, wo das Fenster später landet. Mhm. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, so hoch wie möglich. Ja. Ja. Er ist durch. Wenn wir jetzt einen Fehler machen, dann ist das Fenster für immer schief. Und das müsste Anders heute Abend erstmal seiner Freundin Sophie erklären. Und jetzt gucken, ob es gerade ist. Ja. 12,5? Ja. Ciao. Was denn? 12,5. Oh! Ich bin so gut da drin, ey Leute. So, jetzt wird's eklig. So? Jetzt fliegen ganz viele kleine heiße Metallteilchen. Okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Okay. Also, rausdrücken. Nee, ziehen. Reinziehen, okay. Also nur ganz leicht, weil jetzt bin ich hier gleich. Mhm. Und dann fängt sie oben an zu wabbeln wahrscheinlich. Ich bin bereit. Hallo. Moin. Das ist ja niedlich. Jetzt kommt der große Moment. Ob das Fenster da jetzt reinpasst? Ah ja. Ich habe es noch nie geschafft, ein Fenster einzubauen, was First Try passt. Geil. Fertig sind wir aber noch lange nicht. Um das Fenster sicher zu verschrauben, brauchen wir einen Holzrahmen. Und den soll ich bauen. Innenmaß 50 und 45. Okay. Und hast du was gelernt? Nee. Nee? Und durchziehen. Anders, ich möchte noch mal sagen, ich habe die Worte Pi mal Daumen bewusst gesetzt. Passt. Ganz schön viel Aufwand für so ein kleines Fenster. Hashtag Vanlife scheint auch eine ganze Menge Arbeit zu sein. Für mich ist das mindestens 60% das Ausbauen von dem Hobby Vanlife. Ach so. Und der Rest ist Reisen, die Leute, die man kennenlernt. Sophie macht viel Yoga. Für mich ist das so Podcast oder, keine Ahnung, Mucke, Hörbuch. Und dann kann ich
fange ich hier Freitag an zu basteln und merke nicht, wenn Sonntag ist. Der finale Schritt. Und ausgerechnet jetzt gibt es doch noch ein Problem. Das Fenster lässt sich einfach nicht richtig verschrauben. Nur hier? Hier könnte ich noch mal gucken. Ich glaube, es liegt daran, dass wir so viel Kleber da reingeballert haben. Aber ja. Ich habe da so viel Kleber reingemacht, wie du gesagt hast. Ja, das war kein Vorwurf. Aber ein bisschen Lebenseinstellung ist es schon. Es ist auf jeden Fall die Einstellung, ich habe Bock, was zu bauen und was zu kreieren, wofür ich A, nicht die Kohle habe und auch eigentlich nicht das Wissen. Ja. Und deswegen muss ich mir aneignen und mach's halt einfach. Das ist zumindest die Einstellung, die ich da habe. Könntet ihr euch vorstellen, in eurem Alltag und euer Wochenende dem Vanlife zu opfern? Das könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Opfern klingt so negativ. Ich meine es aber sehr positiv. Ja, okay. Scheiß drauf. Sieht ja keiner, dass wir jetzt die Schraube da nicht reingemacht haben, ne? Das war's. Geil. Oh, guck mal. Doch, doch. Ja? Ja. Ist ein Fenster in der Tür. Was jetzt noch fehlt, ist die Isolierung. Wir müssen uns langsam beeilen, denn Anders Freundin Sophie kommt gleich von der Arbeit. Und bis dahin wollen wir unbedingt fertig sein. So. Sophie, komm! Oha, Chevin kommt. Stell dich auf. Mit Überraschung. Ich hab's schon gesehen, von da. Wirklich? Weil es so toll ist? Oh, weil es so strahlt? Cool. Oh, richtig cool. Wie macht man das auf, so? Ja, und die anderen beiden noch. Oh, das ist ja fett. Cool. Morgen ist Ausflugstag. Ich freue mich riesig, weil es endlich mal an den Strand geht, hoffe ich. Und für die wird es auch so spannend, weil wenn das Ding steht, ist ja alles kein Problem. Wenn es fährt, könnte es ja immer noch rausfallen. Wir werden es erleben. Ja. Es ist der nächste Morgen. Heute ist Wandertag und Härtetest fürs Fenster. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Tour auf kleinstem Raum auch für eine Beziehung ein echter Härtetest sein kann. Doch davon habe ich auf Instagram noch nichts gesehen. Wie gut lernt man sich denn kennen und wie gut muss man sich denn aushalten können? Ja, man lernt sich zu gut kennen, glaube ich. Ich glaube, so das Krasseste ist einfach, dass du dir irgendwann geht man sich auf den Sack. Also es ist einfach so, gerade in so einem Auto, wo man zusammen drin lebt, obwohl man natürlich viel Zeit draußen verbringt auch, aber trotzdem, dann sucht man irgendwas und weiß nicht, wo es ist, der andere hat es wieder verlegt oder wo ist der Autoschlüssel, also so kleine Sachen. Aber irgendwann hatten wir auch so eine Zeit, wo ich auch gemerkt habe, ich muss jetzt mal raus, ich muss mal was für mich alleine machen. Streit- und Stressgeschichten sind natürlich nichts für den shiny Hashtag Vanlife. Vor allem dann, wenn man damit auch Geld verdienen will. Wie ist das eigentlich bei Anders und Sophie? Macht ihr das Vanlife, weil es mittlerweile vielleicht sogar ein Job ist? Oder ist es Hobby? Oder warum macht man das? Wir haben uns diesen Account erstellt, um unsere Familien so an unserer Reise teilhaben zu lassen und auch unsere Freunde. Ja, das war so als Bilderbuch quasi gedacht. Und nein, wir verdienen kein Geld über Instagram. Und ja, wir kriegen vielleicht mal das eine oder andere Produkt umsonst. Mhm. Aber nur, wenn wir es wirklich brauchen. Und wenn wir der Meinung sind, dass es für die Leute, die uns zugucken, auch einen Sinn hat. Weil die ermöglichen uns ja, dass wir Zeug for free kriegen. Also wir nehmen nicht jeden Scheiß an. Wir haben uns da so ein paar Regeln abgesteckt. Und nur, wenn die passen, dann sagen wir, machen wir. Also, los geht's. Die Frage ist, wohin? Wie kriegt man überhaupt Haus raus? Wohin? Wir suchen uns jetzt erstmal irgendwas, wo wir nah am Wasser stehen können, glaube ich. Mhm. Wo man mit dem Auto hinkommt. Es gibt mehrere Apps, mit denen die beiden ihre Spots suchen. Hier steht Bucht direkt zu der kleinen Klippe, Meerblick und Ruhe. Sehr gut, nehmen wir. Ansonsten macht es natürlich auch viel mehr Spaß, irgendwo hinzufahren, wo vorher noch nicht unbedingt jemand das ins Internet gestellt hat. Knapp 2 Stunden fahren wir jetzt Richtung Ostsee. Und auch wenn es nur für eine Nacht ist, für Anders und Sophie ist die Freiheit, spontan einfach loszufahren, wohin man will, der Inbegriff von Vanlife. Also ich finde, sobald du das packst schon, hast du dieses
geil, es geht los. Und jetzt irgendwie eine Nacht irgendwo hinzufahren und zu pennen, ist genauso Vanlife wie 10 Monate durch die Weltgeschichte zu reisen. Das Feeling ist das gleiche, für mich zumindest. Ja, und wenn du es dann halt gepackt hast, es ist halt alles immer da, was du brauchst. Also du hast das Auto und du hast alles, was du brauchst. Oh Gott, am Ende geht's noch über eine Schotterstraße. Ob das neue Fenster das aushält? Guckt euch das an! Alles noch da! Puh. Oh, cool. Geil. Mehr. Standen wir schon mal so nah am Wasser? Wow. Nee. Das sind 10 Meter. Ich habe dieses Wochenende gelernt, Vanlife ist nicht nur geil, sondern auch mit verdammt viel Aufwand verbunden. Aber ich kann es voll verstehen, dass Andes und Sophie so ihre Freizeit verbringen. Fällt euch was auf? Es ist nicht genug Platz. Für mich. Mist. Naja, vielleicht leihe ich mir doch vielleicht mal mit ein bisschen ganz viel Glück aus oder ich hole mir einfach meinen eigenen. Oder ich probiere es erstmal für mich aus. Ja. Das kommt übrigens im nächsten Film, das sage ich nur. Ich sage es nur, das wird richtig geil. Wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir, dann könnt ihr hier mal ein Abo dalassen. Hier war ich nachhaltig reisen, auch mit einem Pärchen in Spanien. Könnt ihr mal klicken. Und wenn euch das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann klickt mal hier. Da gibt es eine ganze Playlist zu dem Thema. Und hier nochmal der Ausblick.